Moin moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6. Der erste Patch ist da, gute Nachrichten. Ohne große Ankündigung ist er einfach aufgeploppt und war plötzlich da. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Ihr werdet auch gleich so ein paar Details sehen, wie zum Beispiel die Symbole bei den ganzen Ressourcen und sowas. Die sind jetzt nämlich tatsächlich sortiert. Ihr seht zum Beispiel, gelb sind Bonusressourcen. Dieses, was ist das für ein Farbton, dieses... Nennen wir es mal lila, das geht so ein bisschen in die Richtung, steht für Luxusgüter und rot steht für strategische Ressourcen. Finde ich sehr praktisch. Es gibt noch ein paar weitere Änderungen, darauf gehe ich jetzt aber nicht bis ins Detail ein, das würde viel zu lange dauern. Ich packe euch aber mal einen Link in die Beschreibung, wo da ein bisschen was erklärt wird. Aber gut, wir kommen direkt zurück zu unserem Spiel und es kamen wieder ein paar Vorschläge rein. So viele Sachen haben wir ja diesmal nicht zum Umbenennen. Und zwar... kam ein Vorschlag für das Meer Nummer 1 rein und den fand ich eigentlich ganz gut, nämlich ganz simpel das Ägäische Meer bzw. die Ägäische See wurde glaube ich vorgeschlagen. Moment, nein, einfach Ägäisches Meer vom Kommentator. Ja, das Ägäische Meer finde ich gut, passt natürlich sehr gut zu uns Griechen. Wäre jetzt nur praktisch, wenn wir noch ein paar Inseln finden. Das wäre natürlich genial. Würde es perfekt passen. Dann kam der Vorschlag von Player, wo ich immer noch überlege, weil ich mir nicht sicher bin, was genau du meintest. Du hast nämlich geschrieben, Meerenge beim lila Stadtstaat. Dass du das, ich vermute mal, dass du hier Mohenjo-Daro meinst. Und mit Meerenge, das Einzige, was mir dazu auf der Map einfällt, könnte das hier sein, ganz oben. Dass du das meinst. Schreib mir mal einen Kommentar, ich bin mir da nämlich gerade nicht sicher. Wenn ja, er hat nämlich geschrieben, wir sollen hier diese Meerenge, dafür hat er einen Namen und für die beiden Meere. Aber, ja. Und ich glaube, du meintest das, aber man muss auch sagen, das Ding wäre eventuell ein bisschen lang. Ich meine, du hast geschrieben, die Meerenge von... Thalassaton, Thalasson und Thalassa tu Anatelontos, Ilu, wie auch immer. Quasi die Namen beider Meere und das noch als Meerenge, das ist zu viel. Das passt da nie im Leben rein. Aber gut, ich würde sagen, wir kommen mal zurück zum Spiel. Ich habe mich gerade schon ein bisschen umgeguckt und festgestellt, wenn wir auf Technologie gucken. Wir sind ein Stück vor Amerika und ich gehe davon aus, genau, wir sind hier im gleichen Zeitalter wie England. Also wir sind etwas hinter England, glaube ich. Amerika haben wir hinter uns gelassen. Aber wenn wir mal auf Kultur gucken, wir sind da schon in der Renaissance und die sind beide gerade erst mal im Mittelalter. Guckt mal, wie weit wir da voraus sind. Beziehungsweise sind sogar schon auf dem Weg ins Industriezeitalter, während die gerade mal hier am Anfang sind. Also wir sind da richtig, richtig gut, was Kultur angeht. Da geht's uns super. Das passt uns natürlich super in den Kram. Es passt halt perfekt zu unserer... ja, Richtung, in die wir spielen wollen. Und ich würde sagen, ich drücke einfach mal auf nächste Runde und wir gucken, was passiert. Wir werden unter anderem den Druck bekommen. Oh, da freue ich mich schon. Das ist natürlich auch eine wichtige Tech für uns. Und mir fällt was ein. Mir fällt was ein. Das mache ich gleich, wenn es geladen hat. Ich wollte nämlich das Spiel jetzt wirklich auf schnelle Animationen stellen, weil es sonst einfach ewig dauert. Und hier rüber geht es auch nicht schneller wahrscheinlich, oder? Nein. Dauert genauso lang. Vilnius kriegt eine neue Stadt, neue Einheit. Genau, die Stadt kriegt eine neue Stadt, auf jeden Fall. Ach ja, und die Wüste, dafür kam zwar kein Vorschlag, aber die wollte ich selber umbenennen. Die Feder ist vielleicht doch nicht mächtiger als das Schwert, doch die Druckerpresse könnte schwerer als die Belagerungswaffe sein. Nur ein paar Worte können alles verändern. Oh ja, das stimmt natürlich. Und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, die Wüste, wie wollte ich die denn nennen? Ich glaube, ich hatte einfach gedacht, ich gebe mir den kreativen Namen die griechische Wüste. Weil es passt irgendwie. Griechenland hatte zwar nicht unbedingt so viele Wüsten, aber es verbindet hier, diese Wüste verbindet ja quasi Athen und Hasalos so ein wenig, deswegen nennen wir sie einfach so. Und bevor ich es jetzt vergesse und irgendwas anderes mache, die wahrscheinlich wichtigste Änderung. Lasst mich gucken. Also schnell Fortbewegung mache ich an. Einfach damit es schneller geht. Schnell Kampf lasse ich weg. Aber wo haben wir es denn? Muss ich gerade mal gucken. Na, Interface? Der automatische Einheitenwechsel. Deaktiviert.
Ich will selber hin und her switchen können. Jetzt ist es das Ende für all diese Missklicks. Das ist so schön. Aber gut, wählen wir erstmal eine neue Forschung. Den Druck haben wir jetzt. Die große Frage ist, wie machen wir weiter? Wir könnten hier die Astronomie als nächstes machen oder die Massenproduktion. Aber ich denke, für mich ist die Astronomie eigentlich am interessantesten, weil mir dieses Wunder recht gut gefällt. Gibt einen zusätzlichen Diplomatie-Politik-Platz. Ja, das Ding will ich haben. Das Ding will ich definitiv haben. Unser Händler hier in Knossos ist gerade frei geworden. Wir könnten neue Straßen bauen eventuell. Die Verbindung nach hier hinten fehlt noch, nach Amsterdam. Beziehungsweise nach Phasados. Von Phasados nach Amsterdam haben wir aber noch nicht von Amsterdam zum Rest. Also gehst du bitte hier hin. 12 Gold und noch ein bisschen anderes Zeug. Sehr schön. Und wir sind nicht einfach weitergesprungen. Ich darf selber drücken. Juhu. So, der Inquisitor. Du sollst hier hin und sollst die Ketzerei entfernen. Also ihr seht, die bewegen sich jetzt doch ein bisschen schneller. Die jumpen einfach sofort dahin quasi. Das ist vielleicht nicht so schön anzusehen, aber es spart uns unglaublich viel Zeit zwischen den Zügen und wir kommen einfach mal vorbei. Voran und das ist mir dann doch gerade wichtiger. Das ist benötigt Wohnraum. Ich habe aber gerade ein Wunder, das ist das Problem. Zeig mal die Stadt her. Annehmlichkeiten haben wir, das Wachstum ist immer noch sehr groß. Wohnraum haben wir auch noch. Könnten eventuell ein paar neue Bauernhöfe oder sowas bauen. Oder zumindest mal gucken, ob es da was gibt in der Hinsicht. Ich glaube, ich kaufe mir da mal einen Handwerker, heimlich, still und leise. Geld verschwendet. Oder auch nicht. Wir verdienen gerade genug durch unseren ganzen Handel. Amerika hat einen Bauernhof geplündert. Stimmt, Amerika war ja hier im Krieg mit unseren guten Freunden. In Amsterdam. Die haben sich ja echt verscherzt mit uns in der letzten Zeit. Also da müssen wir mal wirklich gucken. Ich werde jetzt auch in der nächsten Zeit zumindest ein bisschen auf Militär setzen. Damit wir uns im Zollteil einfach verteidigen können. Und auch auf die entsprechenden Technologien. Aber ihr seht, das Ganze ging deutlich schneller mit der Runde gerade, mit dem Rundenwechsel. Weil die einfach alle sofort gezogen sind und das ist es mir auf jeden Fall wert. Fangen wir an mit dem Inquisitor. Du sollst bitte Ketzerei entfernen. Wie sieht es jetzt aus? Ah, wir haben jetzt nur noch griechische Mythologie. Du warst ziemlich effektiv, mein Freund. Das gefällt mir. Ja, das ist zufriedenstellend. Damit haben wir die griechische Mythologie in Athen und in Pharsalos als vorherrschende Religion. Sowie hier unten in Brüssel. Hoffen wir, dass sie sich weiter verbreitet. Denn, wo haben wir sie denn sonst noch? Moment. Gehen wir doch mal auf die entsprechende Karte. Ja, hier sieht man es nämlich. Wir haben 5 in Vilnius, also das wird sich bald anschließen. Brüssel wird hoffentlich noch wachsen. Athen und Pharsalos sind jetzt dabei. Und Knossos ist auch auf einem guten Weg. Also, ja, Rhodos ist auch schon dabei. Ist auch auf einem guten Weg. Muss sich alles noch so ein bisschen entwickeln. Oh. London hat sich uns angeschlossen. Hat England nicht eine eigene Religion gegründet? Moment. Jetzt bin ich gerade ein wenig verwirrt. Nein, hier war das Religionsfenster. Hinduismus. Nein, das war der hier, Shintoismus. In England gegründet und London ist die heilige Stadt. Und achso, das war ein Anzeigefehler. Ich bin gerade durcheinander gekommen. Ich dachte gerade irgendwie plötzlich, dass wir Shintoismus haben, weil es eine ähnliche Farbe hat. Deswegen vergesst, was ich gesagt habe. Ich dachte schon, Rhodos wäre auf meiner Seite, aber nein. Da muss ich definitiv auch nochmal einen also muss ich den Inquisitor hochschicken. Der geht als nächstes nach Rhodos. Aber gut, zurück zum Thema. Wir haben hier einen Handwerker. Und ich gerade mal so überlege, wenn wir eine Plantage da hinten bauen, die gibt uns tatsächlich Wohnraum. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, das tue ich zuerst. Beziehungsweise du hast 3 Builds offen. Das heißt, ich werde auf jeden Fall 2 Plantagen bauen und was ich dann noch mache, überlege ich mir danach. So, nächste Runde. England denunziert Amerika. Ja, ich bin fast schon auf eurer Seite damit mittlerweile. Bei dem, was die sich hier erlaubt haben, uns gegenüber.
Ja, da kämpfen die gerade ein bisschen. Oh, das ist so schön, dass das so schnell geht. So. Ach stimmt, hier hatte ich auch noch einen Handwerker gebaut. Das passiert, wenn eine Woche dazwischen ist und man einfach vergisst, was man getan hat beim letzten Mal. Gut, wir werden Sägewerk, Plantage, Plantage machen. Und du, mein Freund, hier steht's in Athen mit Wohnraum. Da ist ein Anzeigefehler. Wohnraum, wir sind genau am Limit. Das heißt, du musst auf jeden Fall den Wohnraum erhöhen. Da wird eine Plantage gebaut. Ein Bauernhof. Und wir haben jede Menge Wunder zu bauen. Die verbotene Stadt wollten wir ja auf jeden Fall haben. Flaches Land, das in das Stadtzentrum angrenzt. Oh, na super. Ich glaube, das Ding setzt sich dann einfach hier hin. Oder habe ich noch ein paar andere wichtigere Gebäude? Eigentlich schon. Wie viele Bezirke kann ich denn noch bauen? Da steht's. 3 Bezirke gebaut, 5 sind möglich. Weil ich muss demnächst mal irgendwo ein Lager bauen. Weil ich werde viele Truppen brauchen. Ich bin verleitet, das hier zu tun. Einfach ganz weit weg. Aber will ich das? Will ich das? Ich glaube ja. Ich glaube, es muss jetzt einfach mal sein. Aber ich will die Wunder bauen. Ich baue erstmal ein Lager hier unten hin. Beziehungsweise ich kann es auch immer noch in die Nähe eines anderen Bezirks bauen. Hier zum Beispiel. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. Supporten die sich eventuell gegenseitig und ich kann hier noch einen hinsetzen. So. Du hast keine Befehle. Ja, das ist klar. Ich glaube fast, ich setze ihn... Setze ich nach Amsterdam oder schicke ich ihn da hoch? Ja. Kannst danach immer noch weiter marschieren. Du gehst nach oben. Wir brauchen nur noch einen Missionar, der da oben seinen Glauben verbreiten kann. Wie viel kosten die noch gleich? 170 kosten sie momentan. Okay. Damit kann man arbeiten. Nächste Runde. Und ach ja, es wurde sich in den Kommentaren darüber beschwert, dass ich ja auf der einen Seite Toleranz predige und auf der anderen Seite sage, Igitt Shinto-Bürger in Rhodos. Ja gut. Wenn die sich halt hinstellen und hier ihre komischen Ideale auf einmal verbreiten, da kann man ja nicht mehr tolerant sein hier. Nee, Spaß beiseite. Ich habe natürlich nichts dagegen. Ein wenig kulturellen Austausch. Aber gerade sowas, was die Engländer hier machen, nämlich aggressiv ihre Religion verbreiten, obwohl wir sie darum bitten, es nicht zu tun, das geht ja gar nicht. Aber gut, neue Produktion. Ich rede gerade wieder viel zu schnell. Rhodos, ein Gebäude ist fertig geworden. Wir kommen tatsächlich an eine Fischressource dran. Wir haben genug Wohnraum, noch zumindest. In Annehmlichkeiten wird es schon enger. Wenn ich gerade mal gucke, was haben wir denn, was ausgebaut ist. Wir haben hier was ausgebautes und hier was ausgebautes. Das heißt, mit einem Handwerker könnten wir die Steine modernisieren und die Fischressource modernisieren. Die Fischerboote. Das. Oder haben wir hier schon einen? Uns wird noch nicht richtig angezeigt. Moment. Müsste da nicht stehen, dass da irgendein Gebäude ist? Das wird hier echt nicht mehr richtig angezeigt. Doch, da unten steht die Mine. Und hier? Doch, Fischerboote sind da. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich werde hier was anderes bauen erstmal. Wie zum Beispiel den großen Leuchtturm. Ja. Der Witz ist, das will ich eigentlich tatsächlich machen. Aber es gibt so viele andere relevante Sachen noch. Ach, Ivo. Wenn der noch keiner gebaut hat, dann baue ich den halt jetzt. Mein großer Leuchtturm. Mal gucken, ob ich ihn bekomme. So. Ein Sägewerk. Mitten in den Wald. Und das war's auch schon wieder mit den Zügen hier. Nee, du darfst dich noch bewegen. Das hättest du auch automatisch gemacht. Nächste Runde. Nicht mehr lange bis zur Astronomie.
Und es geht doch gut voran. Also um nochmal kurz auf den Patch zurückzukommen. Es hat sich eine Menge geändert, so wie es sich halt für einen ersten großen Patch gehört. Es hat sich vor allem... Also das meiste, ihr seht ja, der Safe ist kompatibel. Und das meiste ist auch drin vom Patch. Nur was ich weiß, ist, dass die Änderungen, die sie mit dem Kriegstreiber-Modus gemacht haben, dass die hier nicht drin sind. Die funktionieren nur bei neuen Saves. Das ist für uns jetzt weniger relevant, weil wir ja sehr friedlich spielen. Aber für euch eventuell. Auch wenn ihr euch das, wenn ihr das wahrscheinlich schon angeguckt habt, die meisten. So, bauen wir in den Bauernhof hin. Und gucken wir mal. Du darfst da hoch. Und nächste Runde. Oh, es ist so schön, wie schnell das geht. Und da kommt der schon wieder. Ich glaub's ja nicht. Ich reg mich gerade ein bisschen drüber auf. Wir haben irgendeine Inspiration bekommen. Irgendwas wegen Marine. Muss ich mir gleich mal angucken. Astronomie macht viel mehr Spaß, wenn man kein Astronom ist. Also ich vermute mal, dass wir durch die Astronomie gerade diesen Bonus bekommen haben. Also gucke ich mir gleich näher an. Schaue ich erstmal. Ich habe ja nämlich gerade schon die Wissenschaftstheorie gesehen. Damit würden wir ins Industriezeitalter kommen. Und es sind interessante Sachen. Forschungsabkommen. Und plus ein Nahrung durch Plantagen, das ist natürlich sehr praktisch für uns. Und natürlich auch die Universität von Oxford, allein schon wegen den großen Literaturwerken. Deswegen, das Ding will ich doch sehr gerne haben und auch gerne sofort. Den Boost haben wir ja schon, dadurch, dass wir die Aufklärung haben. Und hier hatten wir irgendwo einen Bonus bekommen. Hier, Kolonialismus. Sehr schön. Okay. Große Persönlichkeit. Großer Wissenschaftler. Baut sofort eine Universität und eine Bibliothek in diesem Bezirk. Universitäten gewähren +2 Wissenschaft. Isaac Newton. Oh, dich nehme ich doch gerne. Aus Prinzip. Isaac Newton ist sehr wichtig. So, gucken wir trotzdem mal hier rein. Beim nächsten großen Wissenschaftler, der ist jetzt schon etwas billiger. Und den wird sich auch England wahrscheinlich gleich schnappen. Wie viele gibt es da denn noch? Frage ich mich. Gut, erstmal... eine neue Plantage. Ist halt schade, weil wir da, glaube ich... Entfernen wir den Dschungel? Nein, wir entfernen ihn tatsächlich nicht. Der Regenwald ist noch da. Das ist cool. Ich bleibe dabei, dass ich gerne die Steine da oben modernisieren möchte und die Schafe. Zuerst die Schafe und dann eine von den Steinressourcen. Großer Wissenschaftler ist jetzt natürlich schon hier. Und bringt uns, wie gesagt, doch schon ordentliche Boni. Allerdings würde ich den ungern in dieser Stadt einsetzen. Denn in dem Campus haben wir halt schon eine Bibliothek und eine Universität und das wird uns einfach nicht viel bringen, den da einzusetzen. Hatte ich den hier schon gebaut? Ja, und habe auch die beiden Gebäude schon. Das heißt, ich muss irgendwo einen neuen Campus bauen und dann den Kerl dahin schicken. Und das wird wahrscheinlich in Rhodos sein. Oder eventuell in Phasalos, das muss ich noch gucken. Aber ich habe gerade was gesehen. Noch eine interessante Änderung im Patch. Ihr seht hier den Speer. Und ihr seht das kleine Ausrufezeichen. Der Kerl ist alarmiert. Der weiß, wo unsere Stadt ist. Und der wird jetzt Leute holen gehen. Dementsprechend... verbessere ich erstmal meinen Bogenschützen. Kriegt nur eine Menge EP. Und der darf gleich auf Jagd gehen. Und... ja. Gut, Isaac Newton braucht, wie gesagt, Befehle. Und eigentlich würde ich das Ding auf lange Sicht gerne in Rhodos bauen, nämlich wenn wir hier diese Felder bei den Gebirgen haben. Oder halt, naja, Phasalos hat halt auch interessante Sachen. Ich glaube, ich stelle ihn erstmal nach Phasalos. Ich lasse ihn erstmal dahin marschieren. Und da fällt mir noch was ein, was man irgendwo hier sehen können sollte. Genau! Dieses Standard-Ding, was immer drin war, in jedem Sith bisher, oder in den meisten zumindest, wo du siehst, welches Feld als nächstes kommt und wann. Dass du einfach entscheiden kannst, wann lohnt es sich, etwas tatsächlich zu kaufen. Das ist so nützlich und ich bin froh, dass wir das jetzt wieder drin haben. Aber gut, viele, viele praktische kleine Änderungen. Ich freue mich drüber, macht das ganze Spiel nochmal deutlich angenehmer zu spielen. Und ja, weiter geht's natürlich. Also ich bin froh, dass der Patch da ist, aber Paradox.
2K bzw. Fireaxis könnte ruhig ein bisschen mehr mit einem drüber reden, wann da was kommt. Und wir haben einen Bonus durch das Aquädukt bekommen für die Militärtechnik. Schick. Barbaren nähern sich, das ist klar. Und du darfst sie einfach auf einen Streich vernichten. Oder auch nicht. Gut, Stadt. Ich will den Stadtfernangriff machen. Verdammt. Warum geht das nicht? Jetzt. Vernichten wir ihn jetzt. Der wird niemanden alarmieren. So, das ist erledigt. Neue Produktion in Phasalos. Das Aquädukt ist natürlich fertig. Wir haben, wie gesagt, jetzt etwas mehr Wohnraum bekommen. Beschleunigt das Wachstum. Und ich möchte tatsächlich direkt den Campus hinterherziehen jetzt. Und ich will ihn auch direkt hier hinsetzen, weil die Position einfach so gut ist. Schön zwei Berge nebendran. Und je nachdem, wie wir dann eventuell weitere wichtige Sachen platzieren, zum Beispiel da eine heilige Stätte oder sowas, kriegen wir halt noch verschiedene Boni rundherum. Eventuell. Aber das zwischen den Bergen ist halt perfekt. Und da ist ein Lager von den Amis. Das gefällt mir nicht. Das könnte noch zu Problemen führen hier. Beziehungsweise wird noch zu Problemen führen. Da bin ich mir leider ziemlich sicher. Ich werde mal weiter Einheiten upgraden hier hinten. Bonus für Metallguss. Heurika-Moment. Okay. Ich kriege jede Menge Heurika-Momente gerade. Sehr schön. Und der hört einfach nicht auf. Amerika expandiert und gründet eine neue Stadt. Cincinnati, okay. Ah, hier unten. Ich merke schon. Wisst ihr, was ein interessantes Feature wäre für dieses Spiel? Wenn man es ähnlich wie beispielsweise bei Stellaris machen könnte. Und wenn man, ich meine, bei Stellaris erklärt man einen Krieg und hat zum Beispiel die Möglichkeit, Planeten freizulassen und quasi damit einen einzelnen Planeten unabhängig, als unabhängiges Reich zu erschaffen. Und wenn man das hier quasi machen könnte, sodass man Stadtstaaten entlässt. Das wäre doch mal ein geiles Feature, oder? Was ist, ich würde Amerika den Krieg erklären und sagen so, Boston lasst ihr jetzt frei als Stadtstaat. Wäre das nicht eine Idee? Ich glaube nicht, dass es reinkommt, aber ich stelle mir die Idee gerade ziemlich interessant vor. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Das würde quasi mir legitime Kriegsgründe geben in meinem aktuellen Spiel, zum Beispiel. Also innerhalb des Roleplays. Ich finde die Idee gerade ziemlich interessant. Spontane Eingebung. Und es war tatsächlich eine gute Idee. Damit kann ja niemand rechnen. Warum habe ich auf einmal gute Ideen? Aber gut, du verschanzt dich. Wir haben einen Kauf mit Glauben möglich. Geht nicht, weil wir keine dominante Religion haben. Nach Athen. Warte, wie sieht es jetzt hier aus? Viermal Protestantismus. Na gut, ich muss mir noch einen Inquisitor rekrutieren, leider. Der andere ist ja gerade auf dem Weg hier hoch. Der soll gerade mal weitergehen und seinen Job tun. Sieht jetzt hier aus. Zweimal griechische Mythologie. Wird sich hoffentlich verbreiten mit dem Wachstum. Und hier in Athen rekrutiere ich mir einen neuen Inquisitor. Und der soll den Protestantismus wieder verdrängen. Ja. Sieht doch gut aus. Nächste Runde. Oh, gleich haben wir das Bauwesen, sehe ich gerade. Und irgendjemand war noch nicht dran. Isaac Newton. Ja gut, ruh dich aus. Es dauert noch ein bisschen, bis der Campus fertig ist. Die Amis kämpfen immer noch um Amsterdam und kommen nicht wirklich voran. Finde ich gut. Und ich bin übrigens sehr verleitet, mir diese beiden Geländefelder zu kaufen, einfach nur damit ich sie habe. Ha, wir haben das Industriezeitalter erreicht. Sehr schön. Und eine neue Inspiration bekommen. Die Entwicklung der Ausrichtung verbrannte Erde hat Fortschritt gemacht. Okay. Verbesserung macht Straßen gerade. Aber es sind die gewundenen, unverbesserten Straßen, die Ausdruck des Genies sind. Interessant. Das ist eine interessante Aussage. So nach dem Motto, die Idee, die zuerst da war, die war das Genie. Und alles, was danach kommt, verbessert das Ganze nur. So interpretiere ich das zumindest gerade. Ich finde das Zitat eigentlich interessant von William Blake. Gut, schauen wir, was es uns gebracht hat. Nämlich die öffentlichen Bauvorhaben und die Wolkenkratzer.
gut, die Wunde haben wir jetzt noch nicht. Das bringt uns doch nichts, da sind wir noch nicht technologisch. Aber das mit den Handwerkern wäre natürlich ein bisschen früher interessant gewesen, aber das merke ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde bei den Sachen so erstmal bleiben. Eventuell werde ich die Eingebung ändern. Gucken wir doch mal nach. Große Persönlichkeiten. Galileo Galilei. Ging 250 Wissenschaft für jedes angrenzende Berggeländefeld. Das heißt, wenn wir ihn hier hinsetzen, kriegen wir 500 Punkte. Und das ist wie viel? Ja, schon Fortschritt, ist nicht schlecht. Wie teuer bist du, Galileo? Es geht. Ich glaube, ich behalte es bei. Wir kriegen momentan die meisten Punkte für große Wissenschaftler. Vielleicht kriegen wir da ja noch jemanden. Wobei, wir wollen ja die Universität von Oxford bauen. Und da wäre Shakespeare eigentlich nicht schlecht, denn die Schriftwerke, da kriegen wir ja neue rein. Machen wir das mal. Ändern wir die Eingebung auf... Ach komm, man kann hier nicht die Joker-Politiken auswählen, das ist schade. Schriftsteller. Sehr schön. Jerewan hat mit Amsterdam Frieden geschlossen. Unsere Straßen wurden verbessert durch das Industriezeitalter. Oh, wir sehen hier bei der Mine mittlerweile Schienen. Wir sehen neue Gebäudetypen. Oder neue Gebäude von der Optik her. Unsere Straßen sind zumindest hier Steinstraßen. Das gefällt mir. Das ist cool. Das ist sehr cool, wie sich das optisch verändert im Laufe der Zeit. Meine kompletten Städte sehen anders aus. Und wir haben natürlich neue Quests. Vilnius möchte einen Handelsroute haben. Preslav möchte, dass wir die Eingebung für die Urbanisierung auslösen. Und Mohenjo-Daro möchte ein Industriegebiet. Okay. Sollte man machen können. Und wir sind jetzt tatsächlich schneller auf unseren Straßen. Wir brauchen weniger Fortbewegungspunkte. Das ist schön. Neue Ausrichtung. Gucken wir mal. Gut, für den Kolonialismus haben wir jetzt natürlich den Bonus. Und könnten hier... Oh, das ist stark. Latsch, Diplomatie. Plus 2 Wissenschaft, Kultur, Glauben und Gold durch jeden Stadtstaat, in dem ihr zu Zeren seid. Das ist für uns natürlich unglaublich mächtig. Der Rest ist für uns jetzt relativ uninteressant, aber diese eine Politik will ich unbedingt haben. Also Kolonialismus ist dran bei uns. Und dann könnte ich gucken, dass wir versuchen, irgendwas auszulösen. Für Nationalismus müssten wir einen Krieg erklären. Das ist eher uninteressant. Also ein Archäologiemuseum oder aber ein Kunstmuseum als nächstes. Oder wir gehen eben hier weiter und versuchen, auf Urbanisierung zu kommen. Denn das Wohnviertel ist interessant. Und je nachdem, auf welchem Geländefeld wir das Ding bauen, gibt es unterschiedliche Boni. Da würde ich gerne hin als nächstes. Das wird ein interessanter Bezirk. So. Mein Inquisitor ist hier. Ja, du gehst wie gesagt hier hin. Du darfst eine Weide bauen. Sehr schön. Und dann eben noch die Steinressource modernisieren. Mein Armbrustschütze darf mal gucken, ob der das Camp da aushebeln kann. So, und bevor ich jetzt auf nächste Runde drücke, setze ich einen Cut. Wir sehen uns morgen, wenn es weitergeht. Wir sind tatsächlich mal vorangekommen heute. Ich werde mich einfach ein bisschen umschauen. Ich werde, wie gesagt, jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mehr auf Militär gehen, dass wir uns einfach im Zweifel verteidigen können und unsere Stadtstaaten verteidigen können. Denn den Kriegsgrund haben wir ja mittlerweile. Oder, das war doch hier, Protektoratskrieg, genau. Den haben wir mittlerweile. Jetzt müssen wir natürlich nur in der Position sein, dass wir sie auch schützen können. Und dafür würde ich sagen, das machen wir im Laufe der Woche. Bis morgen, haut rein.